Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Pokémon X Version Part 55 oder K.A. welcher Part das ist, aber da wollte ich jetzt noch nicht rein, da gehen wir noch nicht rein. Ja, wir stehen kurz vor den letzten Dingen hier, die wir zu tun haben. Aber bevor wir da auch jetzt zur Liga gehen, oder besser gesagt zur Siegestraße, werden wir uns jetzt noch ein bisschen hier umgucken und dann noch ein paar Dinge hier noch erledigen. Und ich sehe schon, wir werden hier jetzt erstmal vor einem kleinen Rätselchen stehen. So, und deshalb würde ich sagen, zerschneiden wir jetzt erstmal den Baum hier. Ja, wir werden jetzt uns wohl erstmal um ein kleines Stärkerätsel hier kümmern dürfen. Und das wird bestimmt ein Spaß. So, ich ziehe mir mal lieber die Schuhe aus. Oh, es fängt an zu regnen. Interessant. Okay, den kann ich nicht bewegen. Warum kann ich den nicht bewegen? Es muss doch eigentlich gehen. Na egal, gehen wir jetzt mal da oben lang. Da haben wir auch noch Zerschneider für. Und kämpfen dann gleich gegen diese Ast-Trainerin da unten. Ja. Lange ist es nicht mehr und dann ist es endlich soweit. Aber jetzt nochmal kämpfen. Seit Jahren warte ich hier schon vergebens auf mein heißgeliebtes Herzblatt. Tja, und in der Zwischenzeit ist aus der Kissengöre von einst eine überreife Frau geworden. Ja. Na dann. Veteran Konstanze mit einem Monagoras. Oh, hi. Hi, ja, hi. das Ding ist, ja, das Ding ist Gestein, Drache. Das Beste wäre eigentlich jetzt ein Fee-Ding reinzuhauen, aber das haben wir ja leider nicht. Deshalb würde ich sagen, wir greifen mit Kampf an. Ja, eine andere Wahl haben wir ja auch eigentlich schlecht. ja gut, hätten wir noch ein Drachen-Pokémon, dann könnten wir das noch machen. Aber das geht leider auch nicht so einfach. Naja, dann machen wir das eben so. Ja, Knirscher kannst du ruhig einsetzen. Das kratzt mich jetzt nicht wirklich. Da haben wir eine Vierfachresistenz gegen. Oder zumindest unser Average Link, das juckt ihn ziemlich wenig. Himmelhieb. Ah, Durchbruch. Das muss er natürlich auch können. Aber immerhin zeigt der Beulenhelm viel Effektivität und schickt Molgoras leider nicht ins Land der Träume. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich ein schönes Späßchen werden, weil wir dieses Spielchen jetzt wahrscheinlich bis ans Unermessliche treiben. Und ich wohl einen opfern muss, damit das noch klappt. Oh, nee, er setzt Drachenklaue ein. Aber das sieht mir genau... Ja, Volltreffer, klar. Nee, ach so, ja gut. Aber wenn man einen Beulenhelm hat, dann klappt das natürlich auch. gut, ja, sehr schön. Ich sehe schon, mein Herzblatt kommt wohl nicht mehr. Tja. Ist wahrscheinlich abgeschreckt von diesem Ding da. aber finde ich gut, dass wir jetzt auch nochmal diese Dinger hier sehen. Okay, ich komme zu dem Pokéball. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst, dass wir da runterrutschen, aber tun wir nicht. Gut. Gut, gut, gut. So, dann möchte ich dich nochmal heilen, mein lieber Average Link. Nicht, dass du in irgendeine Gefahr gerätst. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir absolut nicht. So, den Stein können wir auf jeden Fall da reinschieben. Mit unserem Bidifas. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das funktioniert so gar nicht. Mache ich irgendwas falsch? Hä? Warum funktioniert das nicht? Oder jetzt sagt mir nicht, weil das regnet. Also das fände ich ja dann richtig lame, weil da kann ich ja eigentlich nichts für. Nee, ich muss schon da was machen, hä? Ich check's nicht. Warum kann ich ihn nicht bewegen? Ach, jetzt auf einmal. Ja, kein Plan, warum das vorhin nicht funktioniert hat. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch drei Felder. Naja, das ist drei Felder. Den können wir nur nach dahin verschieben. Das checke ich jetzt gerade nicht. Moment mal. Moment mal. Ich habe eine Idee. Wir schieben jetzt erstmal den hier ganz nach links. Sodass wir den aber noch wieder dann nach... Ja. Ja.
Ja, das sieht gut aus. Doch, das sieht gut aus. Wir schieben jetzt nämlich den hier dahin. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Ich glaube, das sieht gut aus. Genau, denn den können wir jetzt nämlich in dieses Loch da reinschieben. Ja, das ist ein bisschen tricky, glaube ich, hier. Weil ich dachte jetzt erst den hier, aber den müssen wir dann wahrscheinlich, genau, den müssen wir nämlich dahin gleich verschieben. Okay. So, da müssen wir jetzt aber noch einmal zurückgehen. Ja, diese Stärkerätsel, die sind schon ein bisschen tricky. Aber wenn man das einmal raus hat, dann ist das eigentlich schon. Dann passt das eigentlich. Ich glaube, diese riesigen Stärkesteine, die haben sie auch mit Gene 5 eingeführt. Zumindest glaube ich nicht, dass die früher so waren. Nee, früher gab es ja nur diese kleinen da, die nur ein Feld groß waren und nicht vier. So, bevor wir jetzt aber weitergehen, würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die andere Seite hier unten und schieben jetzt den hier erstmal rein. Und einen Schutz machen wir natürlich auch nochmal rein, zur Sicherheit. Einmal genug Geld und da werde ich wahrscheinlich vor der Liga auch nochmal viel Geld ausgeben. Was aber auch klar sein sollte. Okay, hier können wir surfen. Ah. Ah, das ist sogar auch wichtig, dass wir hier wohl hingehen, weil ja, es gibt eine TM und hier gibt es nochmal ein normales Item. Ein Sonderbonbon. Ah, werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Oder nochmal, um das eine oder andere Level nochmal rauszukitzeln, aber ich denke mal nicht. So, ja, da kommen wir nicht mehr weiter. Gut. Dann dürfen wir hier einmal einen Zwischenhalt machen, weil ich denke nicht, dass wir mit diesem Stein diesen Baum zertrümmern können, was eigentlich auch etwas, was zwar logisch wäre, aber ich denke mal nicht, dass es klappt. Deshalb müssen wir eben einmal den Baum hier entfernen. Und dann von der anderen Seite den Stein da in das Loch schieben. Ja, ist schon ein lustiges Aktion hier mit den VMs. So, dann können wir diesen Stein dann noch in das Loch reinschieben und dann müssten wir bei dieser TM sein. Und ich erwarte eigentlich was Geiles, wenn ich ehrlich bin. Am besten wäre mir eine Bodenattacke. Nee, es ist eine Pflanzenattacke und mit der bin ich jetzt eigentlich nur so lala zufrieden. Das ist nämlich Solarstrahl und, ja, da man dabei der eine... eine Runde zum Warten braucht, finde ich das jetzt etwas blöd. Also die brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Naja, was soll's. Gut, ja, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich auch in diesem Part noch die Arena besuchen. Und war da schon immer ein Rex Blizzard? Ich glaube nicht. Naja. Wir werden jetzt nämlich noch, wir werden jetzt nämlich noch die Stärke-Dinger, nicht Stärke, sag ich schon, die Kaskade-Wasserfälle aufsuchen. Denn da haben wir jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, die auszukundschaften. Ja, und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir dann dort sind, also die Stellen sind. Also bis gleich. Das wird jetzt ein Spaß, die alle zu suchen. Das ist zwar jetzt keine Kaskadestelle, aber ich habe irgendwie wohl eine Route gefunden, auf der wir überhaupt nicht waren. Ich bin den weiten Weg von Höhen hierher geschwommen, aber ich bin immer noch fit. Ich glaube tatsächlich, wir haben eine komplette Route vergessen. Und das darf nicht sein. Ich denke mal, wir werden jetzt hier, ganz schön, durchrushen, würde ich sagen. hätte ich das gewusst, hätte ich das schon wohl längst getan. Naja, kann man nichts machen. Aber ich denke mal, ihr wollt alle Pokémon sehen, die haben. Und deshalb versuche ich mal hier schnell zu gehen. Ach, Algit, was ich auch mal trainieren wollte, aber mich dann doch umentschieden habe, was ich ja nicht bereue. Nee, das war nicht Algit, das war irgendein anderes Ding. Naja, Walmanoch kriegt auch natürlich eine Dunkelklaue ab.
Und dann können wir auch weitergehen. Ja, das finde ich ehrlich gesagt richtig geil, dass wir einfach mal so eine ganze Route, übersehen haben. Ich zeige euch auch gleich, wenn wir hier das gefunden haben, was da auch, wie man da hinkommt. Huch, was ist das denn alles? Ich glaube, ich lasse mal die Trainer hier mal aus, aber... Oder ich versuche jetzt mal, die ganzen Trainer mal zu überspringen und mache das mal irgendwann nochmal in einem Bonuspart oder so, weil es ist jetzt nicht so spannend. Hier haben wir auf jeden Fall ein Item, eine Riesenperle. Cool. Aber das überstaubt mich schon, dass ich da was komplett auslasse, also dass ich da was komplett ausgelassen habe. Was aber auch daran liegt, irgendwie, dass das total versteckt ist. Also ich bin da jetzt nicht drauf gekommen. So, und irgendwie genau, hier war noch jetzt gerade eben so eine Höhle, habe ich gesehen. Vielleicht die Strudelinseln. Ich glaube, hier geht's zurück, ne? Ja, hier geht's eher zurück. Und das sind mir auch Trainer, mit denen ich mich noch nicht drum kümmern möchte, deshalb, ja, weiter im Text. Wo war jetzt diese Höhle? Bin ich jetzt blind? Ach, da. Ah, hier. Und zwar handelt es sich hier um die Meerestitanhöhle. Ach, hier ist aber nichts. Interessant. Nee, hier ist nichts. Aber schön, wie hier das Wasser tropft. Aber nö, anscheinend ist hier gar nichts. Gut. Ja, okay, ich denke mal, dann geht's hier nicht mehr weiter. Oh, hier ist noch ein Item. Ja, gut, aber eine Wassertafel, interessant. Ja, aber wie gesagt, was hier sonst ist, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt auch eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock mehr, jetzt um die Trainer zu kümmern, wenn die ja nur, Level-Dingsbums-Pokémon haben. Aber ich zeige euch jetzt natürlich auch, wo das ist, auf der Karte, wenn wir hier fliegen. Pokémon... Da, Lukas, fliegen. Genau, es ist nämlich diese Route hier. Und zwar kommt man darauf in der Nähe von Tempera City. Und zwar zeige ich auch gleich, auch wo man da surfen muss, aber ich war jetzt doch ein bisschen überrascht. Aber gut. Vielleicht zeige ich euch das irgendwann nochmal, was es da gibt, aber ja, ist jetzt auch nicht so spannend. Vielleicht nur irgendwie, um den Part noch zu füllen oder so, wenn er mal kurz ist. Ach, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Oh, das sind hier blöd. Ah, ich habe eigentlich jetzt auch keinen Bock, da mit der Bahn zu fahren. Na egal, es ist einfach, wenn ihr da den unteren Teil nehmt und dann kurz vor Eingang der Stadt ist ja so dieser Angler da mit den ganzen Carpadors. Da müsst ihr surfen und dann kommt ihr da zu Meeresdingsbumshöhle da. Was da ist, K.A. Ja, dann bis gleich bei den nächsten Secrets. Das hier ist ja schon mal richtig fies. Man muss erstmal, um zu dem Kaskade zu kommen, erstmal noch Zertrümmerer hier einsetzen. Das ist ja mal richtig fies. Naja, so, dann sind wir mal gespannt und schauen mal an, was hier so wartet. Und wie Kaskade aussieht. Ja, so sieht es eigentlich ungefähr immer aus. Okay, hier hat mir das Item. Das ist... Nein, ich möchte bitte das Item einsammeln. Eine Scheintafel. Ach, gut. Gleich haben wir echt alle diese Tafeln zusammen. So, sonst hier noch was oder war es das hier? Vielleicht bei dem Stein da noch. Ja, ein KP Plus. Ach gut, braucht man's? Eigentlich nicht. So, ich denke aber, das war's jetzt hier, nicht wahr? Nicht wahr? Ja, sieht so aus. Ja. Gut, dann auf zum nächsten Gebiet. Ach ja, übrigens hier auf dieser Route, Route 15, ist das nur so zur Info.
Ja, ich glaube nicht, dass wir auf der Route 16 waren. Zumindest kann ich mich da jetzt nicht großartig dran erinnern. Und das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich schon wieder was ausgelassen. Naja, aber die Route scheint jetzt nicht so spektakulär zu sein. Aber und zwar geht's hier nur um einen Angelplatz. Oh, und da gibt's ja auch Trainer. Aber lass mich raten. Ich denke mal, wir hätten hier auch schon viel früher hätten gehen können. Deshalb sind die Pokémon. Ja, gut, Welser. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, 40. Das geht eigentlich. Na gut, da möchte ich dann kein Risiko eingehen. Das soll dann Julian machen. Aber ich denke, die werde ich jetzt auch, mich auch nicht drum kümmern, weil wir wollen jetzt eigentlich nur noch die restlichen Dinger sammeln. Und langsam wollen wir auch zur Liga gehen. Nassschweif. Na dann. Entschuldigung für das gerade. Ja, keine Ahnung, was das wieder sollte. So, Welser besiegt. Aber ich habe da jetzt nicht so einen komischen Wasserfall gesehen. Wie kommen wir denn da hoch zum Teufel? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe da keine Ahnung. Habe ich hier nicht Surfer einsetzen können? Warum auch immer. Nur gegen die ganzen Angler habe ich jetzt keinen Bock zu kämpfen. Oh, hier gibt es nochmal einen Tauchball. Interessant. Interesting. Das ist auch nichts. Es muss doch eigentlich da einen Weg geben, da noch hochzukommen, oder etwa nicht? Oder etwa nicht? Sieht aber nicht danach aus. Ich habe mir auch nochmal neue Schutz gekauft, nur so zur Info, aber. Was haben wir hier? Anglerhütte. Schon könnte man ja angeln, ne? Ja, super Angel kriegt man hier. Cool. Interessant. Hier gibt es eine super Angel. Cool. Damit kann man richtig geile Wasser-Pokémon finden. Aber wir haben ja eins. So. Oh, hier können wir nochmal Stärke einsetzen. Okay. Machen wir das. Aber, ja, keine Ahnung. Ich glaube, früher konnten wir hier nicht rein. Warum auch immer. Jetzt können wir es. Warum auch immer. Und hier haben wir nochmal eine Fausttafel. Ja, sieht echt danach aus, dass wir bald alle 18 von diesen Tafeln zusammen haben. Weil für jeden Typ gibt es hier so eine Tafel. Und genau in eine Trainerin reingelaufen. Genau in eine Trainerin reingelaufen. Das finde ich super. Lore mit einem Klavion. Das komische Ding. Ja, da haben wir den perfekten vorne. Der darf gebrutzelt werden, aber da reicht Feuerzahn aus. Folterknecht. Darf ich die Attacke nicht doppelt einsetzen? Oder zweimal hintereinander, besser gesagt. Aber wieso sollte ich das? Bei einem Pokémon, welches fast 30, ne, 20 Level unter unseren ist. Ich denke nicht. Flunkiefer, ja, da kannst du auch drin bleiben. Und da darfst du weiter Feuerzahn ein. Ach ja, stimmt, Folterknecht. Ich hab's vergessen. Ja, dann im Flammenwurf. Kriegt das eben die doppelte Ladung ab. Und die wäre besiegt. So, ja, was haben wir hier noch so? Ist hier noch irgendwas Besonderes? Nochmal Zerschneider. Oh, und da können wir Kaskade einsetzen. Cool. Ach, ich glaube, wir sind jetzt hier oben. Ja, okay. Sozusagen bin ich jetzt da, wo es bei diesem Angelteich war. So, was hätten wir denn hier so Besonderes? Auf jeden Fall kann ich euch sagen, im nächsten Part werden wir zur Liga gehen. Das habe ich jetzt so beschlossen. Aber ich möchte natürlich auch noch zu diesen letzten Stellen hier. Okay, wir können hier noch weiter surfen. Dann machen wir das erstmal. Route 15? Oh, cool, eine Attacke. TM97 Finsteraura. Das ist eine sehr geile Attacke. Wusste gar nicht, dass es die jetzt auch als TM gibt. Aber gut, umso besser. Finde ich natürlich sehr geil. Obwohl ich nicht weiß, ob es sich lohnt, die einem beizubringen. Aber gut, das werden wir uns gleich mal anschauen. Jetzt möchte ich nur mal gucken, ob hier oben noch was ist. Echt nix? Nö. Okay, ja. Dann gucken wir jetzt nochmal eben, ob das hier fertig war mit dieser Route. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal zufrieden, dass wir hier die TM Finsteraura gefunden haben. Also das hat sich dahingehend schon gelohnt. Und warum ist der Baum jetzt schon wieder gepflanzt? Also, ja, das finde ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt unnötig. Vor allen Dingen weiß ich auch nicht, wie sich ein Baum in 30 Sekunden oder wie viel das waren, so schnell wachsen kann. Und warum ist hier zu? Warum ist hier zu? Wie soll ich da hinkommen?
Kein Plan. Naja, egal. Bis, ja, sehen wir uns gleich bei der nächsten Stelle. Und die Route 16 kommt übrigens über Illumina City. Nur so als Hinweis. So, natürlich ist in Moasia natürlich ein Wasserfall. Und den können wir natürlich besteigen. Aber ich meine, das wäre dann der letzte. Ja, mehr habe ich jetzt so weiteres nicht gefunden, okay? Und das führt uns auch nur zu diesem Item. Und das wäre TM80 Steinhagel. Auch nicht schlecht. Kann man bestimmt auch gut gebrauchen. So, aber jetzt wüsste ich jetzt nicht, ob wo was noch ist. Ich gucke jetzt nochmal eben hier auf der Karte nach, aber mir fällt jetzt hier nichts mehr ein. Ich gucke wahrscheinlich offscreen dann nochmal nach, ob nicht doch noch irgendwo was war. Ja genau, auf der Route werde ich jetzt nochmal eben gucken, aber... Ja doch, genau, da war noch, im Pokémon-Dorf. Genau, was ist das? Batakia City? Okay, keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Naja, also hier gucke ich jetzt gleich nochmal nach. Wenn da nichts mehr ist, dann sehen wir uns direkt hier. Im Pokémon-Dorf, weil da gab es definitiv noch einen Wasserfall. Und wenn da keiner, also wenn da doch einer war, dann sehen wir uns hier auf Route 19. Also bis gleich. Boah, war das schon wieder ein Akt hierher zu finden. Boah, naja. Hi. So, ja, genau. Hier gab es jetzt noch einen Wasserfall. Und da auch übrigens auch diese Höhle, wo wir nicht hinkommen. So, ich versuche jetzt einfach mal schön gekonnt das ganze Gras hier zu ignorieren. Aber das klappt natürlich nicht. Oh, jetzt muss ich mir dann schon wieder tatsächlich da einen Schutz holen. Das ist okay. Hypnomorba. Interessant. 49. Also das sind schon echt krasse Level, finde ich. Für Wilde ist das nicht ohne. Das muss man echt mal so sagen. Och, da wollte ich nicht hin. Ich weiß, dass das geil aussieht, dass wir alle 8 Orden haben, aber ich wollte auch jetzt nicht speichern. Och. Ist denn so schwer, einfach mal zum Beutel zu wechseln, wenn ich auch schon fast keine Schutzdinger mehr habe? Naja, wir sind ja gleich da. Da in dem Mülleimer ist bestimmt wieder so ein komisches, Dingsbums. Drecksmülltüte. Und irgendwie finde ich... Ah, hier war das. Okay. Wollte schon sagen. Jetzt finde ich schon nicht mehr diesen Ort, wo der Wasserfall war. Vielleicht seht ihr es auch noch gerade. Ich habe mir noch ein neues T-Shirt zugelegt. Aber wir haben so viel Geld. Ich glaube, ich konnte mich nie erinnern, dass ich mal so viel Geld in einem Pokémon-Spiel habe. Also ich glaube mal, was dahingehend wurde das auch ein bisschen einfacher. Wurde ja schon ein bisschen... Oh, sehr geile Attacke. Psychokinese. Sehr, sehr geil. Wenn das einer erlernen kann, würde ich mich da richtig freuen. Ja, und ich glaube, damit war das der letzte Punkt. Gut, ich werde mich nochmal kurz sammeln. Und dann sehen wir gleich vor der Siegesstraße. Und da werde ich euch dann zeigen, wie unser finales Team dann aussieht. Oder zumindest das für die Siegesstraße. Also bis gleich. Okay, da sind wir vor den Toren der Liga, der Siegesstraße. Und bevor wir da jetzt reingehen, möchte ich euch noch mein Team zeigen. Es hat sich ein bisschen getan, natürlich auch an meinem Aussehen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ich habe mein ganzes Geld ein bisschen verbraucht. Naja, nicht alles, aber es ist viel weggegangen. Und ich denke mal, ihr seid jetzt gespannt darauf, wie es sich zeigt. Und ich werde euch natürlich jetzt mein Team zeigen. Ich möchte aber noch davor sagen, ich habe ein bisschen AP Plus und... AP Plus und das andere da verwendet, KP Plus. Aber nur 2-3, nicht wahnsinnig. Ich glaube, Lukas habe ich 2-3 gegeben, 2-3 KP Plus. Und bei Feuersturm habe ich einen AP Plus gegeben. Aber ich glaube, dann habe ich noch bei... bei dem anderen da, also bei Frosty noch bei Hydropumpe das gegeben. Na egal, ihr werdet es ja gleich sehen. Ja, Glurak hat außer der Verteidigung sehr geile Werte, finde ich. Ja, und ansonsten sehr geil. Ich denke mal, wenn man mit der Mega-Entwicklung ist, das Ding einfach nur Badass. So, dann Frosty, wie gesagt, bei Hydropumpe hat er ein bisschen dazu bekommt, aber er hat jetzt nicht mehr Regentanz, sondern Psychokinese in seinem Moveset. Und das finde ich richtig cool. Hätte sogar auch noch Donnerblitz erlernen können.
Was ich mal richtig krass finde, aber na gut, so das so krass wollte ich es jetzt auch nicht haben. Dann hätten wir hier Element LP, der kein Item hat. Er hatte ja den Nassbrocken immer noch, wobei den braucht er jetzt eigentlich nicht mehr. Na egal, den nehme ich ihn gleich weg. Und dafür irgendwas anderes vielleicht. So, Element LP hat statt Nachthieb jetzt Steinhagel, also eine Attacke, um vielleicht gegen Flug was zu reißen. Oder Eis, je nachdem. Naja, ich denke mal nicht, dass Eis nochmal drankommen wird. Aber wer weiß, vielleicht können wir es ja gut gebrauchen. Oder vielleicht Feuer oder so, wer weiß. Ja, und ansonsten hat sich ja nie wenig geändert hier. Natürlich beruht er auf seine Fähigkeit und nur dadurch ist er eigentlich richtig geil. Ansonsten, denke ich mal, würde ich ihn nicht verwenden. Aber ansonsten finde ich ihn richtig cool. Dann Dedene hat statt Donner Kehrtwende eine Käferattacke. Und ja, da finde ich es richtig cool. Und ich finde es auch richtig cool, vor allem, weil er ja auf Angriff getrimmt ist. Die anderen haben ja so gut wie es geht kein Wesen, aber er hat ja ein gutes Wesen. Und deshalb war der Kehrtwende. So, dann hätten wir noch Average Link. Der hat, der hat alle Attacken noch behalten, die er hatte. Ich wollte ihm nicht Finsteraura geben, weil er, wie gesagt, physisch ausgerichtet ist und das macht eigentlich wenig Sinn. Beulenhelm hat er auch noch. Und dann hätten wir noch unseren Julian LP, der sich aber auch nicht geändert hat, großartig mit den Attacken hatten. Ich habe ihm nur die Überreste gegeben. Ja, und ansonsten sieht das sehr gut aus. So, dann gebe ich dir jetzt noch den Nassbrocken weg. Aber dann brauche ich auch keinen mehr. Ich habe aber noch vor, jetzt in diesen Part noch hier reinzugehen und deshalb lass mich durch. Das Tor ist der Zugang zur Siegesstraße. Nur Trainern im Besitz aller 8 Arena-Orden wird hier Zutritt gewährt. Mal sehen, wie viele Orden du hast. 1, 2. Ja, das ist der dritte und da haben wir die Nummer 4. Fantastisch, du hast alle 8 Orden. Gut, dann lass mich mal überprüfen, ob du auch hältst, was du versprichst. Okay. Auch noch ein Kampf direkt, okay. Das gab's, glaube ich, auch noch nicht, dass dann, dass man nochmal so geprüft wird. Okay, das sagt mir jetzt gerade gar nichts, was das ist. Naja, aber wenn du eben das noch halt spüren willst, dann bitte. Dann kriegst du jetzt erstmal direkt einen Feuersturm rein in der Mega-Entwicklungsform. Ah ja, das ist schon so eine geile Attacke. Wie gesagt, Feuersturm habe ich mir gekauft in Fluxia oder so heißt die Stadt. Boah, und das ist auch nur so eine wahnsinnig starke Attacke. Aber sieht mir danach aus, als wäre das nur Gestein. Das wird ein Spaß. Aber das mit den Tarnsteinen ist jetzt auch blöd. Ja, komm, dann musst du das machen, Element. Das war ja mal wieder ein Schuss in den... Das war ja mal wieder ein, ein perfekter Beginn, würde ich sagen. Juwelenkraft. Ich habe ja keine Ahnung, was das für ein komischer Typ ist. Das sieht ja eigentlich nach Eisgestein aus. Aber warum das dann nicht sehr effektiv, habe ich keine Ahnung. Naja, mit Eisenschädel müsste es dann weg sein. Hoffe ich mal. Ja, keine Ahnung, warum Feuer nicht sehr effektiv ist. Keine Ahnung. Egal. So, Raichu. Interessant, Raichu. Ja, aber das ist natürlich was für Julia. Natürlich ist das mit den Tarnsteinen blöd in der Hinsicht, denn jeder kriegt jetzt ein bisschen Schaden, wenn er reinkommt. Naja, gut, da kann man aber auch nicht so viel. Naja, gut. Muss man halt mit leben. Auf jeden Fall, denke ich mal, wird dieses Raichu wenig Probleme uns machen. Cool ist ja auch, durch die Überreste kriegt ja Julian jetzt jede Runde etwas KP zurück. Aber diese Paralyse kann ich gerne verzichten. Ich weiß, es sind jetzt nicht viele, aber wer weiß, vielleicht kann uns das ja helfen. Ich habe mir jetzt auch mal verzichtet, irgendjemanden Toxin zu geben. Vielleicht machen wir das noch irgendwann, aber bisher habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ihm das keinen Pokémon zu geben. Noch. Oh, muss das sein? Naja, immerhin konnte er jetzt auch nicht angreifen. Oh, ich hasse diese Drecksparalyse. Das war so unnötig. Und das ist einfach nur, dass das wieder gestreckt wird. Und was wird mir Zeit wieder abgenommen, die ich nicht habe? Oh, dankeschön. Ja, das Ding ist weg. Wozu haben wir uns denn unseren Angriff geboostet mit Protzer? Protzer vor allem.
Kann ich ja gleich schon wieder einen Trank einsetzen. Na gut, oder ich heile mich, je nachdem. Sedra King. Nicht schlecht. Ja, das ist natürlich ein Fall für Space Light. Für so einen Fall haben wir ihn ins Team geholt. Und da kann er auch mal zeigen, was in ihm steckt. Sedra King. Ja, da habe ich immer mal so meine Probleme mit dem Ding gehabt. Aber jetzt, da wir eine Fee-Attacke haben, ist das Ding, denke ich mal, nicht so schwierig zu besiegen. Siedewasser. Ja, Volltreffer, natürlich. Und da mein Angriff ja jetzt sowieso den Bach runter ist, ja, muss ich heilen. Ja, aber natürlich Volltreffer und Verbrennung, das ist klar. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, so langsam fängt das an, dass der Betrug sich steigert. Und ich glaube, ihm gebe ich auch nochmal einen KP+, weil er hat ein bisschen wenig. Naja, aber wir sind ja immerhin schneller, was ich geil finde. So, mach's gut, Sedra King. Ja, klar. Naja, egal. Ja, wie dem auch sei. Ihr seid für eure Zukunft, für die Zukunft gewappnet. Schreitet Sieg um Sieg voran. Na dann. Jetzt kann ich mich ja schon wieder heilen gehen. Naja. Ausgezeichnet. Lass es mich bitte erneut sagen. Ausgezeichnet. Möge der Weg, den du mit deinen Pokémon beschreitest, mit Glück und Ruhm gepflastert sein. Genau. Und wie jede Generation... Oh, wie geil das ist, dass wir hier nochmal alle Orden hier sehen. Gibt es. Sehr gut, die Ordenkontrolle zeigt sich hier nochmal. Boom. Geht es nun auf... zur Siegesstraße. Und die gucken uns jetzt auch noch an, einen ersten Blick, aber die machen wir dann im nächsten Part dann. Siegesstraße. Ja, man sieht hier viel. Ja, ich glaube, hier geht's dann rein in die Siegesstraße. Was uns hier wartet, was für Trainer hier auf uns warten, was für Gefahren wir hier stellen, das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen und hat euch ein bisschen geholfen, wenn ihr ein paar Attacken auf der Suche wart. Ich werde mich nochmal heilen gehen, bevor wir dann diese Höhle betreten. Das mache ich aber offscreen, sodass ihr nichts verpasst. Und dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder von Pokémon X-Version. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake 125. Oh yeah.